So, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um mein Buch. Heute geht es um harten Content, das heißt um ein Kapitel, das ich dort geschrieben habe, in dem Fall um soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession im Kontext der Digitalisierung. Und dazu gibt es wahnsinnig viel zu erzählen und das hier stellt nur einen ganz kleinen Ausschnitt von dem dar, was man dort eben dann etwas ausführlicher und noch theorielastiger nachlesen kann. Aber schauen wir uns das Ganze doch erstmal an. Also Staub-Bernasconi nimmt ja als Begründung für ihre Theorie oder dafür, dass sie die Menschenrechte benutzt, Bedürfnisse her. Und zwar sieht sie Menschen als selbstwissensfähige Biosysteme, die eben biologische, psychische, soziale und kulturelle Bedürfnisse haben. Sie unterscheidet dabei zwischen universellen Bedürfnissen und individuellen. Die individuellen sind eben zeit-, kontext- und sozialisationsabhängig. Damit wird dann auch schon relativ schnell klar, dass alles, was irgendwie zeit-, kontext- und sozialisationsabhängig heutzutage nicht mehr unabhängig von Medien betrachtet werden kann. Denn auch medial vermittelte Wirklichkeiten bestimmen dann eben diese individuellen Bedürfnisse mit. Und das ist dann manchmal tatsächlich sowas wie Werbung, das ist aber auch tatsächlich einfach unsere komplette Weltwahrnehmung. Also vieles, was wir über die Welt wissen, wie sie funktioniert, wie wir uns zu verhalten haben, ist ja mittlerweile durch digitale Medien vermittelt. Die Erfahrungen, die wir tatsächlich live machen, sind dagegen nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil unserer Realität. Und wie eben dann universelle Bedürfnisse, also nicht die individuellen, aber die auch, aber hauptsächlich die universellen Bedürfnisse befriedigt werden, hängt eben auch von Erfahrung und Kommunikation darüber ab. Und auch hier kommen natürlich sofort wieder Medien ins Spiel, beziehungsweise auch digitale Medien, denn Kommunikation ist ja auch oder hauptsächlich medial vermittelt. Das heißt, bei den Bedürfnissen, schon bei der Grundlage ihrer Theorie, kommen eben digitale Medien mit ins Spiel und müssen hier mitgedacht werden, mit betrachtet werden. Über diese Bedürfnisse kommt Staub-Bernasconi dann zu den Menschenrechten und sagt, die Menschenrechte sind eigentlich das, wo sich eben universelle Bedürfnisse wiederfinden, die tatsächlich dann eben auch nicht bezogen nur auf ein spezielles Land sind, sondern die eine Gültigkeit haben, die darüber hinausgeht. Und daraus leitet sie ja dann ja das Triple-Mandat ab, also den Ethikkodex für die soziale Arbeit. Jetzt gibt es tatsächlich da natürlich auch Kritik dran und Leideritz schreibt zum Beispiel, die Menschenrechte als philosophisch-ethische Werte stehen im Kontrast zu den beschriebenen intrinsischen Sollwerten des Biosystems Mensch. Und gleichzeitig löst er das Ganze dann auf und sagt, dieser scheinbare Widerspruch lässt sich durch ein Bewusstsein darüber auflösen, dass die Möglichkeit, ein menschenwürdiges Leben im Sinne der Menschenrechte zu führen, stark davon abhängig ist, Bedürfnisse befriedigen zu können. Wenn wir uns jetzt dann anschauen, wie tatsächlich Menschenrechte mittlerweile von digitalen Medien mitbestimmt werden, aber auch die hier angesprochene Bedürfnisbefriedigung ist eben ganz stark abhängig von digitalen Medien. Und das sind die beiden Teile, die ich jetzt im Folgenden gleich noch zeigen werde. Schauen wir uns zunächst einmal die Menschenrechte im Kontext der Digitalisierung an. Ich habe hier mal ein paar rausgesucht. Also es gibt ein Menschenrecht auf Diskriminierungsfreiheit, es gibt die Informations- und Meinungsfreiheit, es gibt ein Menschenrecht auf Privatsphäre und auf Teilhabe. Und vielleicht entstehen ja tatsächlich auch durch digitale Medien noch so eine Art neue Menschenrechte. Dinge, die damals, als das entstanden ist, ist ja schon eine Zeit lang her, noch nicht so auf dem Schirm waren. Und dementsprechend habe ich das jetzt mal rausgegriffen, um es näher zu erläutern. Schauen wir uns mal Artikel 2 an. Hier geht es um Diskriminierung bzw. Diskriminierungsfreiheit natürlich. Artikel 2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beinhaltet ein Verbot der Diskriminierung. Wenn wir jetzt allerdings mal schauen, wie unsere Welt strukturiert ist oder wie viel wir tatsächlich mit sowas wie Algorithmen zu tun haben, dann stellen wir fest, dass das schon schwierig wird. Denn alles, was irgendwie algorithmisch bestimmt ist, ist tatsächlich nicht diskriminierungsfrei. Denn Aufgabe und Ziel von Algorithmen
ist es eben zu diskriminieren, wobei diskriminieren hier erstmal unterscheiden meint. Und ob dann dabei eine Diskriminierung rauskommt in dem Sinne, wie sie hier verstanden wird, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Meistens finden wir solche Diskriminierungen, die jetzt eben hier relevant wären für die Menschenrechte, bei Automated Decision Making Systemen, also Systeme, die automatisch oder teilautomatisch Entscheidungen treffen. Und um diese Entscheidungen zu treffen, greifen sie in der Regel auf Big Data Analysen zurück. Das heißt, sie analysieren eine riesige Menge von Daten, die sie wo auch immer herbekommen. Das hat dann mehrere Probleme oder daraus ergeben sich dann mehrere Probleme, wenn wir diese Teil- oder automatisierten Systeme einsetzen. Das eine Problem ist, dass sie ja oft dazu genutzt werden, Entscheidungen für jetzt oder auch für die Zukunft zu treffen und wir dann eben das Problem haben, dass aus historischen Daten die Zukunft vorhergesagt werden soll. Und historische Daten, also Daten, die in der Vergangenheit entstanden sind, spiegeln ja nicht immer unsere Werte und Normen wider, die wir jetzt haben. Das heißt, wenn man mal so ein bisschen zurückguckt, was zum Beispiel Homosexualität angeht, da hat sich ja doch einiges verändert. Auch so etwas, was die Rolle der Frau angeht in der Gesellschaft. Und in den Daten, die halt historisch sind, sind diese Dinge aber noch hinterlegt. Und deswegen entscheiden diese Systeme teilweise auf Grundlage von Werten und Normen, die wir eigentlich loswerden wollten. Dann haben wir natürlich auch die Sache, dass Daten oft unvollständig sind. Da gibt es immer wieder diese Beispiele, dass zum Beispiel Menschen mit dunklerer Hautfarbe von Systemen schlechter erkannt werden, dass ein Seifenspender nicht reagiert, dass irgendwie ein Fotoapparat, so ein automatischer Kasten, nicht in der Lage ist, ein Foto von jemandem zu machen, dass autonome Fahrzeuge Menschen mit dunklerer Hautfarbe schlechter erkennen. Das ist sowas, was dann oft tatsächlich auch an den Daten liegt, dass diese Daten einfach bestimmte Sachen, Informationen nicht enthalten. Und zwar liegt das dann oft daran, dass eben die Leute, die diese Sachen programmieren, Programmiererinnen, Programmierer, diese Gruppen nicht mitdenken, nicht auf dem Schirm haben, weil sie nicht in ihrer eigenen Welt vorkommen oder nicht so präsent sind oder weil sie eben in den Daten nicht repräsentiert sind und niemand nachguckt, ob das jetzt denn eigentlich tatsächlich ein Datensatz ist, der gut funktioniert für so etwas. Ich habe ein paar Beispiele auch noch mitgebracht, denn es gibt da ganz unterschiedliche Erscheinungsformen. Also zum einen können eben Algorithmen dadurch Teilhabe verhindern, sie können rassistische oder sexistische Ergebnisse liefern oder eben dann versteckte Werte und Normen transportieren und Einfluss auf unsere Selbst- und Fremdwahrnehmung ausüben. Bei den versteckten Werten und Normen finden wir das tatsächlich zum Beispiel in Bildbearbeitungsprogrammen. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, weil ich erst was über die sexistische künstliche Intelligenz erzählen möchte. Wobei die Frage ist, ob die KI an sich sexistisch ist, eher nicht, sondern auch hier haben wir oft das Problem wieder mit den Daten, aus denen sie lernt. Da gibt es ein paar spannende Untersuchungen dazu. Zum Beispiel, dass männliche Namen, wenn jetzt eben tatsächlich aus Texten gelernt wird von so einer KI, semantisch näher an Karrierebegriffen stehen und weibliche eher mit Familie assoziiert werden. Kann man sich jetzt mal überlegen, wie das wohl mit Mathe und Wissenschaft und mit Kunst ist. Und daraus folgt dann ganz oft, dass zum Beispiel bestimmte Stellenanzeigen nicht einer Personengruppe gezeigt werden. Wenn jetzt der Computer oder der Algorithmus denkt oder weiß, dass ich weiblich bin, kriege ich andere Ergebnisse wie vielleicht ein Mann. Dann haben wir auch noch so Sachen wie, wenn es um Übersetzungen geht aus Sprachen, die eben keine Geschlechtszuschreibungen kennen, wie dann Übersetzungsprogramme sowas übersetzen. Also bei uns gibt es dann die Ärztin, den Arzt. Wenn das andere genderneutral ist in der Sprache, dann ist die Frage, wie übersetzt denn so ein Übersetzungsprogramm das Ganze? Und ganz häufig wird es dann eben zum Beispiel mit der Arzt übersetzt, weil es einfach in den Datenmengen häufiger der Fall ist, dass es einen Arzt gibt als eine Ärztin. Und so wird das fortgeschrieben. Und genauso ist das zum Beispiel, wenn es darum geht, Männer oder Frauen zu unterscheiden. Da gab es auch eine
Schöne Untersuchung, weil normalerweise können so künstliche Intelligenzen Männer und Frauen sehr, sehr gut voneinander unterscheiden. Allerdings, wenn ich sie jetzt mit eben Bildern, die so im Internet vorhanden sind, lernen lasse, dann lernen sie, dass alles, was in einer Küche steht, weiblich ist. Das heißt, selbst wenn man dann einen Bart hat, wird die KI sagen, das ist eine Frau, weil das Argument Küche einfach das Argument Bart schlägt. Und das sind Sachen, die natürlich, je mehr künstliche Intelligenz und Assistenzsysteme in unser Leben eingreifen, dann auch eine größere Wirkung entfalten und hier eben diskriminierend wirken. Jetzt meinte ich ja schon, dass tatsächlich diese Algorithmen auch versteckte Werte und Normen transportieren können. Und das kann man sich hier ganz schön anschauen. Das ist eine wunderbare Snapchat-Reihe von mir. Ich erstmal ganz unausgeschlafen, ungeschminkter, am Morgen ohne Filter. Und man sieht, was passiert, wenn man dann Filter drauflegt. Die Haut wird glatter, ich sehe wesentlich jünger aus, die Augen größer und die Haut auch ein bisschen heller. Das heißt, da stecken auch schon verschiedene Annahmen darüber drin, was zum Beispiel schön ist. Also auch die Nase, wenn man drauf achtet, wird ein bisschen kleiner. Das Ganze verstärkt in dem Fall das Kindchenschema. Es geht um Jungsein und es geht tatsächlich auch um helle, glatte Haut und so etwas. Und das sind Sachen, wo eben dann bestimmte Wertvorstellungen mit so einem Algorithmus an uns ausgeliefert werden und wir das oft gar nicht mehr hinterfragen und uns aber so langsam dran gewöhnen und auch da eben dann tatsächliche Werte und Normen mit übertragen werden. Kommen wir zu Artikel 19, Informations- und Meinungsfreiheit. Hier heißt es, jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen, sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen, Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Wenn ich jetzt irgendwie erstmal eine Meinung äußern möchte und eine freie Meinung haben möchte, steht natürlich davor etwas anderes, nämlich die freie Meinungsbildung. Also ich muss mir erstmal eine Meinung bilden, bevor ich die irgendwie äußern kann. Und da wiederum greifen natürlich auch Algorithmen ein. Das heißt, wir haben sowas wie Filtereffekte. Haben sicher schon alle mal gehört, die sogenannte Filterbubble. Wobei es hier auch ein bisschen umstritten ist, wo gibt sie, wo gibt sie nicht. Dass man eher sagt, bei Social Networks gibt sie es eher, bei der Google-Suche vielleicht weniger. Das spielt dann vielleicht noch sowas wie der Standort eine Rolle. Also da ist man sich noch uneinig, aber in bestimmten Bereichen gibt es das sicher, dass ich dann eben Dinge sehe, die meine Freunde teilen, was ich auch offline tun würde, weil ich unterhalte mich ja auch eher mit Leuten, die meiner Meinung sind, wie Leuten, die nicht meiner Meinung sind. Aber dadurch, dass ich tatsächlich das dann online und offline habe, wirkt das Ganze ein bisschen schwerer. Hinzu kommt sowas wie die Relevanzbestimmung von Beiträgen. Also nach welcher Relevanz wird mir denn zum Beispiel bei Facebook oder YouTube irgendetwas vorgeschlagen? Was denkt sich der Algorithmus dahinter? Also der denkt ja nicht wirklich, aber wie kommt das Ganze zustande? Und hier haben wir dann zum Beispiel diesen Effekt, dass ja Sachen, die mehr kommentiert werden, Sachen, die mehr geliked werden, eher angezeigt werden. Und das sind oft Extrempositionen, die mir dann eben eher zugespielt werden wie gemäßigte Meinungen. Dazu kommt dann die Reihenfolge von Suchergebnissen, wenn man bei Google was eingibt, nach welchen Kriterien entscheidet denn Google, was mir ganz oben angezeigt wird und ist das tatsächlich auch mein Kriterium oder ist das was ganz anderes, warum die das so machen? Und wenn hier allen Leuten die gleichen Sachen angezeigt werden, wenn ich nach bestimmten Parteien suche zum Beispiel oder mich über das Coronavirus informieren möchte, und dann ist die Frage, wie viel Meinungsmacht hier ausgeübt wird durch eben eine Suchmaschine und wie weit ich dann noch in der Lage bin, tatsächlich mir eine freie Meinung zu bilden. Das Ganze wird dann auch genutzt, zum Beispiel indem gezielt Social Bots eingesetzt werden, um dann Mehrheitsmeinungen vorzugaukeln. Mehrheitsmeinungen ist insofern immer ganz interessant, weil wir als Menschen, wenn wir uns unsicher sind,
wie unsere Meinung ist, wir ein Thema nicht so ganz durchblicken, aber uns natürlich trotzdem positionieren wollen, dann ist es einfach psychologisch für uns klug, uns der Mehrheitsmeinung anzuschließen. Dann sagen wir oder denken wir doch das, was die anderen denken, lieber so ein bisschen in der Mitte, nichts zu Extremes. Und wenn das Ganze dann natürlich gesteuert wird oder mit beeinflusst wird durch Social Bots, dann kann es eben sein, dass tatsächlich die Mehrheitsmeinung, die uns vorgegaukelt wird, irgendwann auch eine Mehrheitsmeinung wird, egal in welche Richtung. Und natürlich Fake News, die dazukommen, die auch, wenn sie gut gemacht sind, wenn wir sie nicht erkennen, natürlich hier mit eingreifen. Das heißt, Informations- und Meinungsfreiheit ist hier wirklich sehr vielseitig bedroht oder beeinflusst durch Digitalisierung. Der nächste Artikel, den ich mir rausgesucht habe, ist Artikel 12, die Privatsphäre. Hier heißt es, niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. Jetzt denken wir mal ganz kurz an das, wie wir kommunizieren, wie wir private Daten mittlerweile teilen. Das funktioniert ja ganz viel wieder digital vermittelt. Und da kommt dann hinzu, dass es zum Beispiel Zugriffsmöglichkeiten kommerzieller Akteure gibt. Wenn ich Dinge bei Facebook, bei WhatsApp, sonst wo poste, laufen die ja über fremde Server. Das heißt, es gibt potenzielle Zugriffsmöglichkeiten, Auswertungsmöglichkeiten davon. Es gibt immer mal wieder Sicherheitslücken. Es gibt so etwas wie Gesichtserkennung, die eigentlich eine Privatsphäre in vielen Teilen so ein bisschen unmöglich macht. Denn auch hier kann man wieder Daten zusammenführen. Also theoretisch wäre es möglich, wenn man kein einziges Wort mit mir spricht, mich aber auf der Straße sieht, man ein Foto von mir macht und guckt, auf welchen Fotos bin ich denn noch zu sehen und mich dann relativ schnell identifizieren kann. Hinzu kommt ein Problem, was die Netzwerke noch nicht so gut gelöst haben und wir auch als Menschen nicht so gut handeln können. Das ist tatsächlich, dass das online verschiedene Sphären aufeinandertreffen, die normalerweise getrennt sind oder getrennter sind. Das heißt, privat und öffentlich zu trennen ist gar nicht so einfach, weil man dann tatsächlich viele Freunde, viele Kontakte hat aus ganz unterschiedlichen Sphären und es schwierig ist, das tatsächlich zu managen, dass immer nur die richtige Zielgruppe die richtigen Sachen von mir sieht. Und da kann es eben ganz schnell passieren, dass dann Dinge in Sphären landen, in denen sie eigentlich nicht landen sollten und somit wieder meine Privatsphäre bedroht ist. Mit dazu kommen natürlich die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und Big Data Analysen, zum Beispiel Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Da gibt es ja immer wieder diese Versuche mit Facebook Likes und Facebook Profilen, die auszuwerten und daraus dann eben Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Und in Zusammenarbeit mit der Uni Mainz gab es vor ein paar Jahren da eine Studie, die tatsächlich eben auch rausgekriegt haben, dass diese Big Five der Persönlichkeit, also die 5 Merkmale der Persönlichkeit, man doch ziemlich genau mit eben solchen Facebook-Profilen dann herauskriegt von einer Person. Und das war erschreckend genau, weil je nachdem, wie viel ich poste, dass die Einschätzung sogar genauer war wie die des eigenen Partners. Hinzu kommt dann eben noch die Teilhabe. Der Begriff Teilhabe meint aktiv und passiv gesellschaftliche Möglichkeiten oder Rechte zu nutzen oder wahrzunehmen. Hier greifen Algorithmen ein auf dem Arbeitsmarkt, im Personalmanagement, im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, zum Beispiel bei der Hochschulzulassung und dann aber auch bei sowas wie Uploadfilter, also was darf ich mit anderen teilen, worauf habe ich tatsächlich Zugriff, welche gesellschaftlichen Möglichkeiten habe ich dadurch. Wir haben dann auch sowas wie beim integrierten Identitätsmanagement des Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die zum Beispiel Algorithmen einsetzen, um mit herauszukriegen, wo Personen denn herkommen, zum Beispiel eine Dialekterkennungssoftware. Oder eben sowas wie Predictive Social Work, also vorausschauende soziale Arbeit. In Deutschland noch nicht so ein Thema, in anderen Ländern dann eben schon weiter verbreitet, wo tatsächlich gerade im Bereich Kindeswohlgefährdung Algorithmen gucken, wo schickt man vielleicht schon eine Sozialarbeiterin, einen Sozialarbeiter hin, bevor was passiert ist.
Und das sind natürlich ganz schön heftige ethische Fragestellungen, mit denen man da konfrontiert wird. Hinzu kommt dann natürlich noch die Frage nach, was das denn jetzt an Menschenrechten oder brauchen wir vielleicht sowas wie neue Menschenrechte? Und hier ist es eben so, dass man sagt, digitale Medien sind ja zentral für eben Teilhabe in der heutigen Zeit. Man merkt es so ein bisschen schon, dass zum Beispiel im Hartz-IV-Regelsatz ein Teilbetrag für Telefon- und Internetkosten drin ist. Krotz geht da noch einen Schritt weiter. Er argumentiert eben für ein Menschenrecht auf einen freien und unkontrollierten Zugang zum Internet, da Vergemeinschaftung über digitale Infrastruktur stattfindet und Individuen das Internet zu ihrem Lebensraum machen. Und dem folge ich total, dass ich sage, eigentlich brauchen wir bei dieser Bedeutung, die tatsächlich das Internet als Kommunikationsmedium, als Medium für Teilhabe, für Vergemeinschaftung mittlerweile hat, auch ein Menschenrecht auf eben Zugang zum Internet. Gut, was hat das Ganze denn jetzt mit der sozialer Arbeit im Kontext der Digitalisierung zu tun? Wenn wir jetzt Staub Bernasconi folgen, geht es darum, dass sich soziale Arbeit um die Einhaltung der Menschenrechte bemühen soll und auf Missstände aufmerksam machen. Hinzu kommt meiner Meinung nach noch, dass natürlich soziale Arbeit auch nicht selbst Ungleichheiten, zum Beispiel durch diskriminierende Algorithmen in Fachsoftware vorantreiben sollte, oder durch den Einsatz von teilhabeverhinderten Technologien. Das heißt, wir sollten auch hier eigentlich aktiv werden, zum Beispiel bei der Entwicklung von Projekten, die Teilhabe ermöglichen. Meistens läuft es auf Medienkompetenzförderung hinaus. Oder auch politisch aktiv werden, wenn wir eben sehen, dass es Diskriminierung gibt und dann eben man dafür eintreten sollte, diese aufzudecken, gerade wenn es eben Adressatinnen der sozialen Arbeit betrifft. Und wenn Sie da gerade zurückdenken an meine Ausführungen zu den unterschiedlichen Menschenrechten, ist da einiges drin an Sprengkraft, wo man sagen kann, hier sollte eigentlich die soziale Arbeit aktiv werden, sich einmischen und auch an diesen Stellen dann eben aktiv für Menschenrechte eintreten. Zum zweiten Teil. Wir haben jetzt die Menschenrechte ausführlich diskutiert und gucken jetzt aber noch mal konkreter, wie das Ganze denn mit diesen Bedürfnissen zusammenhängt. Denn Aufgabe sozialer Arbeit ist ja laut ihr die Bearbeitung dieser durch Lösung, Minderung und Prävention, also die Bearbeitung von sozialen Problemen. Und soziale Probleme entstehen, wenn Bedürfnisse nicht bzw. nicht dauerhaft befriedigt werden können. Und sie hat hier verschiedene Problemkategorien aufgemacht: Ausstattungsprobleme, Austauschprobleme, Machtprobleme und Kriterienprobleme. Und all diese wiederum sind wieder von Digitalisierung betroffen und beeinflusst. Kommen wir zu den Ausstattungsproblemen. Hier geht es um körperliche, sozioökonomische und sozialökologische sowie symbolische Ausstattung. Digitale Medien können hier hilfreich sein oder hinderlich. Wie so oft ist es halt ein zweischneidiges Schwert, je nachdem, wie man es einsetzt. Bei der körperlichen Ausstattung können digitale Medien zum Beispiel helfen. Wenn ich jetzt bestimmte Dinge nicht so gut kann, sind digitale Medien für Assistenzsysteme total genial. Also ganz viele zum Beispiel, die nicht sehen können, nutzen exzessiv ihr Smartphone, um sich zu orientieren, um Zugang zur Welt zu halten. Da gibt es dann natürlich noch so abgefahrene Sachen wie Neuralink, wo tatsächlich versucht wird, eben Technik und das Gehirn miteinander zu vernetzen. Also ganz spannend, wenn man da mal danach sucht, was da so auf uns zukommt und was da tatsächlich auch schon geht. Dann haben wir natürlich die Effekte der Digitalisierung in Bezug auf die sozioökonomische Ausstattung, wenn wir uns die Arbeitsmarkteffekte anschauen. Also wer hat eine Chance, wer wird ersetzt, welche Substituierungsprozesse durch eben digitale Medien, durch Robotik etc. gibt es. Und wie wirkt sich das dann eben auf einzelne Qualifikationslevel aus oder tatsächlich auch auf Frauen oder Männer? Dann haben wir die symbolische Ausstattung, wo wir jetzt tatsächlich eben diese Anforderungen der analogen Welt haben, die durch die Anforderungen der digitalen Welt erweitert werden. Und eben für eine Orientierung innerhalb dieses ganzen Konstruktes ist ein Verständnis des Digitalen notwendig.
könnte man zum Beispiel machen durch Förderung der Mediensozialisation. Dann eben soziale Beziehungen, auch die gehören hier ja mit dazu, zur Ausstattung in diesem Falle. Die werden natürlich auch online gepflegt und auch die können hinderlich sein oder förderlich, je nachdem, mit wem ich mich wie, wo vernetze, was ich preisgebe, wie gut ich darin bin, wie gut ich überhaupt die Möglichkeiten, die ich habe, nutzen kann. Und auch hier wäre dann wieder eine Medienkompetenzförderung einfach angebracht und gefragt, um hier einzugreifen. Des Weiteren haben wir dann eben Austauschprobleme, da sind wir auch wieder bei sozialen Beziehungen. Unter Austauschprobleme werden Probleme der Kooperation und oder der Verständigung, die sich eben in symmetrischem oder asymmetrischem Austausch ergeben, subsumiert. Jetzt haben wir nicht nur das Ganze zwischen tatsächlich eben Personen, sondern wir haben auch ganz oft einen asymmetrischen Austausch, zum Beispiel bei der Nutzung von kommerziellen Diensten oder von Hardware. Wenn ich das Ganze nutze, muss ich den AGBs zustimmen, um mitmachen zu können. Und dann stehen da Dinge drin, die ich wahrscheinlich gar nicht möchte, die ich aber akzeptieren muss. Und dementsprechend haben wir es hier tatsächlich eben auch mit einem asymmetrischen Austausch zu tun. Zum anderen werden ganz oft dann auch in digitalen Medien Dinge eingesetzt, wie zum Beispiel psychologische Tricks bei Pay- oder Play-to-Win-Spielen, wo geguckt wird, wie kann man die Leute möglichst dazu bringen, viel Geld auszugeben, dran zu bleiben, weiter zu spielen. Auch das sind Sachen, die eben tatsächlich einen asymmetrischen Austausch darstellen. Das Ganze ist natürlich eng verknüpft mit eben Machtproblemen und wichtige Machtquellen und somit Ressourcen in sozialen Systemen sind eben Körpermacht, Gütermacht, Definition und Artikulationsmacht und eben Organisationsmacht. Und auch hier bei all diesen Sachen sieht man schon, Digitalisierung kann das Machtungleichgewicht verstärken, aber auch mindern. Beispielsweise sind Digitalkonzerne wie eben Alphabet, also Google, als Gatekeeper für Zugang zu Wissen mittlerweile tätig. Also wenn etwas bei Google nicht auftaucht, dann existiert es quasi im Internet für die meisten Menschen nicht. Dann eben auch, was soziale Anerkennung und Teilhabe angeht. Also was ist von mir sichtbar, was kann ich überhaupt darstellen, ist etwas, wo Digitalkonzerne mitbestimmen. Also wie ist so ein Profil aufgebaut? Worauf wird Wert gelegt? Wird viel mehr Wert gelegt darauf, wie ich aussehe, welche Bilder ich poste, mehr auf das, was ich mache, was mich sonst ausmacht? Das sind eben alles Sachen, die dann eben auch die soziale Anerkennung mitbestimmen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Machtquellen, also neue Machtquellen für Bürgerinnen, zum Beispiel neue Artikulationsmöglichkeiten. Wenn man sich dann eben so die Politik in der letzten Zeit anschaut, die Möglichkeiten, sich zu organisieren, groß zu werden, eine Stimme zu erheben, die sind natürlich ganz andere wie ohne digitale Medien. Als letzten Punkt haben wir dann eben vergesellschaftete Werte oder Kriterienprobleme. Und hier geht es darum, dass eben wenn vergesellschaftete Werte durch einen mehr oder weniger ausgebauten Kontrollapparat ermöglicht oder überwacht werden, dann spricht eben Staub-Bernasconi von Kriterien. Und was bei Technik weitaus einfacher zu zeigen ist, dass natürlich in der Technik auch vergesellschaftete Werte drinstecken. Und hier haben wir das Problem oder die Tatsache einfach, dass wir Technik ja weltweit nutzen und dass eben die Werte, die in einem bestimmten Netzwerk stecken, die in der Technologie drinstecken, nicht unbedingt den Werten der Gesellschaft, in der sie genutzt werden, entsprechen müssen. Bei Facebook sieht man das relativ gut. Die löschen für uns aus deutscher Sicht ganz komische Dinge. Also sie löschen irgendwie, wenn man irgendwo einen Nippel sieht. Alles, was irgendwie mit Sex zu tun hat, wird relativ schnell zensiert, zumindest in so öffentlichen Gruppen. In geschlossenen ist es wieder was anderes. Aber wenn man sich die Leitlinien anguckt, ist das was rauskommt und was eben gelöscht wird, wo wir sagen würden, das ist doch eher harmlos. Auf der anderen Seite sind dann Gewaltdarstellungen, Darstellungen von Waffen völlig normal. Die werden nicht gelöscht, wo wir eher sagen würden, also das muss jetzt nicht sein, das würde ich jetzt löschen aus eben meiner Sicht, wie eben hier bei uns das Ganze gesehen wird.
Und das ist eben auch was, was tatsächlich hier eben mit einen Einfluss hat. Das heißt, im Endeffekt plädiert Staub-Bernhard Kony ja darauf, dass wir dann die Arbeitsweisen anpassen, um eben diese Probleme zu lösen oder da einzugreifen. Bei den Ausstattungsproblemen, sagt sie, soll man eben Ressourcen erschließen, zum Beispiel im Beziehungsnetzwerk. Wenn wir das jetzt digital denken, sind wir wieder bei Medienkompetenzförderung. Bei den Austauschproblemen, sagt sie, Vermittlung und Neuorganisation des Austausches wäre hier angebracht. Da könnte man dann zum Beispiel für staatliche oder dezentrale Netzwerke plädieren, also Social Networks. Bei den Machtproblemen, wo es wieder um die Zugangsregelung geht, um soziale Anordnung, die verändert werden soll, ist die Frage auch wieder staatliche, dezentrale Netzwerke, Förderung von bestimmten Projekten vielleicht auch. Und bei den Kriterienproblemen, sagt sie, institutionalisierte Kriterien, Vor- und ein Mitwirken beim Schaffen und Verändern von Kriterien sowie ein Anrufen der Öffentlichkeit. Das schlägt sie hier vor zu tun. Das gestaltet sich natürlich ein bisschen schwieriger. Wenn es dazu Ideen gibt, gerne in die Kommentare. Schaue ich mir gerne an als Ergänzung. Das heißt, zum Fazit. Wir sind ziemlich am Anfang, was dieses ganze Thema angeht. Menschenrechte, Bedürfnisse, Digitalisierung. Und sollten uns aber als soziale Arbeit an sich, als Profession der sozialen Arbeit, dieser Frage mal stellen, was von all diesen möglichen Feldern wir denn jetzt eigentlich mit bearbeiten, was ist Teil unserer Profession, wo müssen wir uns abgrenzen und wenn wir sagen, das ist Teil unserer Profession, damit müssen wir uns jetzt beschäftigen, weil es eben die Menschenrechte betrifft, weil es um Bedürfnisbefriedigung geht, dann stellt sich natürlich die nächste Frage, wie genau sollen wir hier aktiv werden. Auch da freue ich mich über Kommentare, was die Gedanken dazu sind. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.